You've Got a Friend ist die heimliche Kennmelodie des Hotel Aviva in Afisel. Denn der Mühlviertler 4-Stern-Superior-Betrieb ist seinen Gästen mit einer herzlichen Unternehmenskultur ein echter Freund. Neben dem freundschaftlichen Arbeitsklima gehören auch attraktive Benefits für das Personal dazu. Hallo, ich bin die Magdalena, ich arbeite als Kosmetikerin und ich weiß das voll zu schätzen, dass ich 3 Tage hintereinander frei habe, weil ich total entspannt wieder in die Arbeit kommen kann und ganz viel Zeit habe für meine Freunde, meine Familie und meine Hobbys. Und was ganz cool ist bei uns, wir haben 4-Tage-Wochen. Wo gibt es das in der Gastronomie heutzutage? Und ich finde es wirklich sehr toll, dass wir 4-Tage-Wochen haben. Hallo, ich bin der Christoph. Ich bin in der Bar, in der Disco und im Restaurant tätig. Und ich schätze das da voll, dass wir da die 4-Tage-Wochen haben. Weil durch das bei dem Wetter zum Beispiel, wenn man sehr viel Freizeit hat, man hat 3 Tage hintereinander meistens frei und fängt dann am 4. Tag am Abend an. Und das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und man kommt entspannt in die Arbeit rein. Das ist sehr schön. Hallo, ich bin die Petra. Ich bin Masseurin in Malviva seit Juli letzten Jahr. Ich bin gern da, weil es gibt so verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Und wir haben einen 1.000 Euro Weiterbildungsbonus im Jahr. Und das ist wirklich eine super Sache. Hallo, ich bin Nadine, ich arbeite an der Rezeption. Und die 4-Tage-Woche taugt mir so, weil du hast einfach viel Freizeit. Und wir können sie die freien Tage so einteilen, wie wir das gern wollen. Ja, hallo, ich bin die Susanne. Ich arbeite im Service und ich bin super zufrieden mit der 4-Tage-Woche, weil ich habe super viel Freizeit für meine Hobbys und also ich finde es voll cool, dass es das gibt da im Aviva und ich würde es jederzeit wieder machen. Hallo, ich bin Marek. Ich arbeite in Küche. Ich bin so wie Frühstückskoch. Ich arbeite jetzt 4 Tage in die Woche und das ist super. Ich habe jetzt so viel Zeit für meine Familie und für meinen kleinen Sohn, 9 Monate, heißt Philipp.